The Witcher 3 Wild Hunt machen wir weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal genau aufgehört haben. Ah doch, Gwent. Aber warte mal, wo stehe ich denn hier? Hä? Jetzt bin ich aber schon ein bisschen verwirrt. Aha, doch genau, das kommt mir bekannt vor. Man erzählt viel über dich, Hexer. Oh, wirklich? Was erzählt man denn über mich? Ich habe ja schon in der letzten Folge, falls ihr die gestern gesehen habt, angekündigt, dass wir Gwent spielen müssen. Es gibt so viele Gwent-Gegner, die man hier herausfordern kann, und ich habe vor, das zu machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Stadt hier leer gwenden. Das sind ein paar Matches, die sind eh schnell vorbei. Und dann schauen wir mal, was hier questmäßig so los ist, bevor wir... Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in dem Gwent-Turnier, wie ja auch im Hauptspiel, einige echt interessante Quests auch mit eingewoben sind quasi. Wir müssen ja mit dem neuen Deck spielen. Oh, guck mal, hier ist zum Beispiel schon eine optionale Quest zufällig. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Besitzer des Weinbergs. Sag mir Bescheid, wenn das Spiel zu leise ist oder so, bitte. Zudala. Die Brille von Geralt, die finde ich super. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse, erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingt... Ja, ich kann mich wirklich erinnern. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt. Das ist ja witzig. Geld sicher ist. Hm, was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Ach, das ist ja witzig. Ich kann mich echt dran erinnern, ne? Der machte so ein bisschen einen shady Eindruck. So von wegen so, naja, klar kriege ich das Geld wieder, aber bitteschön. Habe ihm, glaube ich, auch das Höchstmögliche gegeben. Und jetzt ist er hier und hat seinen eigenen Laden und Weinberg und gibt mir wirklich mein Geld zurück. Mit Zinsen. Ziemlich cool. Fallen Crusader, dankeschön nochmal. Welche Fraktion spielst du am liebsten bei Gwent? Also im Spiel hier bei Witcher 3 ist es ja relativ wurscht eigentlich. Aber im Standalone-Spiel spiele ich am liebsten die Nilfgaarden, weil die haben so gemeine Karten. Ich mag die. Die haben auch interessante Strategien, die man machen kann. Aber ich habe auch durchgewechselt. Ich habe auch mit den Monstern lange gespielt. Die haben die dann irgendwann mal gepatcht und dann hat meine Strategie nicht mehr funktioniert. Dann bin ich auf die Nilfgaarden gewechselt, aber haben mir mittlerweile auch wieder ein Monster-Deck gemacht, das ich ganz cool finde. Die Hallo, Abraxa. Rüstungen weit und breit, die gibt es hier. Oh, Entschuldigung. Hey, danke fürs Abo verschenken, Fallen Crusader. Voll nett. Sudala. Das Glas explodiert. Warum spielen wir nicht Gwent? Ich setz alles. Eigentlich ist es wirklich egal. Aber wobei, wir haben unser ganzes Geld, ne, ausgegeben fürs Schmieden, fällt mir gerade ein, bevor wir hierher gekommen sind. Insofern kann ich sowohl das Geld auf dem Bankkonto als auch hier so ein paar kleine Gwent-Gewinne ganz gut brauchen. So, jetzt lasst uns mal unser Deck anschauen. Mit den neuen Karten, mit der neuen Skellige-Fraktion, die hier in dem DLC eingeführt wurde. Skellige habe ich beim Standalone Gwent auch ganz gerne gespielt. Die haben auch schöne Strategien mit jede Runde ein bisschen Schaden machen und den Gegner total nerven und zermürben. Das ist auch ganz cool. So, was macht jetzt der gleich nochmal? Weil der hat... Das ist wirklich verwirrend, die Karte hier. Das ist ein Spion, okay. Weil im Hauptspiel hat der eine ganz andere Funktion, als er sie früher im Standalone-Gwent hatte. Und seit irgendeinem Patch hat der auch im Standalone-Gwent nochmal eine ganz, ganz andere Funktion. Deswegen verwirrt mich die Karte total. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was die eigentlich macht. Genau, hier spiele ich alle Karten der gleichen Sorte aus meinem Deck. Die verstärken sich... Okay, den brauche ich eigentlich nicht. So ein Rittersporn kann man immer brauchen. Ja, passt.
Sonnenkarte lassen wir auch mal auf der Hand. Die mache ich fertig. Den. Erstmal eine Spionagekarte. Ist immer gut. Kriegen wir mehr Karten auf die Hand. Das dynamische Trio ist am Start. Hallo, Topsbobs. Dann haben wir die Runde quasi eh schon gewonnen. Kann er jetzt machen, was er will eigentlich. Tada! Und zur Not kommt noch Rettersporn und dann ist eh gleich vorbei. Im Grunde, wenn ihr euch noch erinnert, müssen wir jetzt quasi diese neue Fraktion promoten, indem wir bei diesem Gwent-Turnier super gut abschneiden. So, er passt. Das ist klug von ihm, weil, ne, das ist schon krass, die drei gleichzeitig zu haben. Was machst du gleich nochmal, Karte? Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden verwandelt. Ich habe gar keine Berserker-Karte auf der Hand. Das ist ein bisschen doof. Naja. Sodala, was machen wir denn jetzt in der Runde? Ich spiele mal Schiff, weil das dürfte dann... Genau, das andere Schiff auch noch holen. Warum nicht? Der heilt seinen Tribok. Ich weiß jetzt wirklich, ehrlich gesagt, ich spiele mal noch die Heldenkarten und dann passe ich und dann schauen wir mal. Dann sollte er erstmal wahrscheinlich, so wie die KI in dem Spiel halt ist, erstmal unnötig viel Karten raushauen und verschwenden. Und dann habe ich in der letzten Runde leichtes Spiel. Ja, genau, dann passe ich jetzt, glaube ich, mal. Einmal passen, bitte. Bling! So, die zweite Runde hat er sich noch geholt, dooferweise, und hat jetzt noch zwei Karten. Na, viel Glück. Oh ja, er darf sich ja mal einen Fraktionsvorteil. Er hat drei Karten. Na gut. Moment mal, warum kommen die beiden jetzt wieder aufs Schlachtfeld? Ich habe mir nie angeguckt, was die Skellige eigentlich für eine Fraktionsfähigkeit haben. Alle Karten aus dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in den Karten... Na, das kann es nicht sein. Ich meine, das könnte ich mal benutzen. Dann gehen alle Karten vom Friedhof wieder zurück in den Stapel. Aber warum habe ich jetzt meine zwei Berserker-Kerle wieder bekommen? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich finde es total super, weil das ist echt voll gut. Aber leg die Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke zu verdoppeln. Ja, genau. Aber warum die jetzt in der letzten Runde gespawnt sind, check ich nicht. Finde ich aber ziemlich gut, weil jetzt habe ich quasi gewonnen. Und so sowas von. Irgendwie ist die Fähigkeit von meinem Skellige-Anführer aber gar nicht so gut. Also ich wüsste gerade gar nicht, wie ich die sinnvoll anwenden soll. Weil im Endeffekt führt die nur dazu, dass ich meine Toten mit solchen Karten wie Yennefer hier nicht mehr erwecken kann. Das ist doof. Aber gut, gewonnen haben wir trotzdem. Ja, man muss... Es gibt irgendwie... Man kann ja Witcher zum Glück auch relativ gut spielen, ohne Gwent spielen zu müssen, außer ab und zu mal vielleicht für ein paar echte Nebenquests. Aber es gibt auch Spieler, die mögen Gwent überhaupt nicht und haben das komplett ausgeblendet. Aber das erlaubt einem das Spiel ja zum Glück weitestgehend. Ich hasse es immer, wenn ein Spiel neue Kartenspiele einführt. In New Vegas habe ich auch nie Karawane gespielt. Ah ja, das kann ich mich auch erinnern. Ich meine, Gwent, das finde ich für mich zumindest schon irgendwie so ein Ausnahmebeispiel. Also so ein Ausnahme-Minispiel. Weil das funktioniert für mich schon sehr gut. Das habe ich schon damals in Witcher 3 jetzt eben total gemocht. Und ich finde das Standalone-Spiel auch super. Aber... Oft sind so diese Minispiele, die andere Spiele einführen wollen, eher doof. Ich habe es ja eh schon öfter gesagt, ich mag das eigentlich total gern, wenn Spiele vollgestopft sind mit Minispielen. Aber viele sind halt einfach echt nicht gut.
Rächer herbeirufen. Wenn die Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Karteneinheit herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Das klingt zwar gut, aber wie soll ich provozieren, dass die Karte vom Schlachtfeld entfernt wird? Naja, ich lass die mal weg, weil ich weiß gerade, vielleicht... Hier haben wir das Gleiche mit der Kuh. Vielleicht kriege ich noch eine Karte, mit der ich meine eigenen Verbündeten zerstören kann. Ich müsste die mit Wettereffekten oder verbrennen. Leg die Karte, entfernen die stärksten Karten. Ich könnte theoretisch die Kuh und den Hahn, den Kambi, auf die Hand nehmen. Zusammen, aber das ist zu viel. Nee, lassen wir das. Mir ging es bei meinem ersten Playthrough... Hi, Dolem übrigens. Mir ging es bei meinem ersten Playthrough von Witcher 3 auch wirklich genauso. Also Playthrough stimmt gar nicht, weil ich es nicht durchgespielt habe. Aber mir ging es da auch genauso, wie du schreibst. Ich habe das in erster Linie eine ganze Zeit lang wegen Gwent gespielt sogar. Ich bin von Gwent-Kampf zu Gwent-Kampf und von Gwent-Turnier zu Gwent-Turnier und habe dann irgendwelche Quests teilweise schon total genervt, nur so gemacht, damit ich schnell zum nächsten Gwent-Kartenspieler komme quasi. Sodala, deswegen freue ich mich, dass es hier so viel Spiele gibt. Hallo Rick. Emporium der Vielfalt mit Zufriedenheitsgarantie. Ich hätte eigentlich echt mal schauen können, was der Händler, gegen den ich gerade gespielt habe, eigentlich so im Angebot hat, ne? Aber gut. Egal. Wir könnten ja eine Runde Gwent spielen, statt zu schwatzen, oder? Hi Earth Freedom, wie geht's? Sudala, ich glaube, ich lasse mein Deck so, wie es ist. Ich meine, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist nicht, in der Regel zumindest, echt nicht besonders hoch bei den Gwent-Gegnern hier im Spiel. Das heißt, man kann da schon ganz gut einfach spielen. Wenn man mal ein bisschen verstanden hat, wie es funktioniert, muss man sich nicht zu viele Gedanken machen eigentlich. Jetzt habe ich hier zwei Berserker-Karten und habe nicht die Berserker-Verwandlungskarte. Das heißt, die hebe ich mir definitiv mal auf. Aber ich habe hier zwei Schiffsbuddies, die auch schon ziemlich mächtig werden. Ein Gewitter. Und ich habe meine Sonnenkarte nicht. Nein, das ist jetzt wirklich doof. Ich spiele trotzdem die Buddy-Karte, weil allein macht die keinen Sinn. Mit der Trompete könnte ich die vielleicht sogar noch sinnvoll boosten. Aber das ist jetzt schon gemein. Jetzt habe ich es verschrien. Gerade habe ich mich über die schlechte Gwent-KI lustig gemacht. Und jetzt werde ich es büßen. Nee, ich glaube nicht. Der holt alles aus seinem Deck gleich in der Runde raus. Das ist auch nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch passen, aber nee, das kriege ich schon nach drum gebogen. Die Kurve. Er hat gepasst. Ich habe es befürchtet, ist aber nicht schlimm. Dann spiele ich jetzt die Karte, die brauche ich eh nicht unbedingt. Ja, genau. Passt. Und jetzt passen wir. Hallo, Master Ike. Hat Gwent den eigenen Schwierigkeitsgrad? Das habe ich. Weiß ich nicht, ob ich das mal wusste. Wahrscheinlich schon. Na gut. Das ist echt ein bisschen doof, dass ich jetzt hier die beiden Berserker-Karten habe. Aber die eine Verwandlungskarte, die ich bräuchte, nicht. Die Mumen, oder? Hießen sie Mumen? Die Mume.
Das sind schon auch ganz coole... Oder das macht aber Witcher schon echt gut. Ich denke da oft drüber nach, wie die Hauptstory aufgebaut ist. Wie die Mumen schon so früh eingeführt werden im Grunde und immer so als Bedrohung im Hintergrund sind und wie sich dann am Schluss... Am Schluss geht es mir fast ein bisschen zu schnell. Da ist, finde ich, die Eskalationskurve fast ein bisschen zu steil. Aber wie die ganzen Quests ineinander verwoben sind und man quasi über ganz was anderes eigentlich schon in Richtung der Mumen geschickt wird, das ist einfach wirklich richtig gut. Das ist sehr gutes Quest-Design, sehr gutes Story-Quest-Design. Hi, Bad Wolf. Das ist wirklich toll. Okay, aber wir sind jetzt hier, um Gwent zu spielen. Wenn ich jetzt passe, hat der eine Karte Vorsprung. Oh, oh. Hey, wenn ich nicht meine Berserker-Umwandlungskarte kriege in der nächsten Runde, habe ich echt ein Problem. Aber ich passe jetzt. Ah ja, jetzt komm, ich verstehe wirklich nicht, warum bei der skellige Fraktion, das steht irgendwie nirgends. Ist das eine Fähigkeit? Oh, das ist ja richtig übel gewesen. Das war richtig gemein. Ja, ich glaube, ich verliere die Runde wirklich. So kann es gehen. In meiner eigenen Hybris zugrunde gegangen. Okay, vielleicht geht's aber auch... Nein, ich gewinne. Stimmt, ich wollte gerade sagen, vielleicht geht's auch unentschieden aus, aber stimmt gar nicht. Nein! Boah! Ich dachte schon, er hat nichts mehr, weil er irgendwie so komisch, nur so komische Sachen macht. Aber da hat er mich dann doch noch erwischt. Well played, Gegner. Weil so komische Sachen wie einfach nur irgendwo eine Trompete hinlegen oder sowas, machen die in der Regel nur, wenn sie eigentlich keine Karten mehr haben. Oder so Wetterkarten, die keinen Sinn machen oder sowas. Aber in dem Fall... Hat er mich erwischt. Nein! Na gut, Kaufmann. Willkommen, tritt näher. Ich will eine Revanche, weil gemeinerweise kriegst du gar nichts, wenn ich verliere. Aber wenn du verlierst, musst du mir eine Karte geben. Aus irgendeinem Grund. Das ist nicht ganz fair, aber so sind die Regeln. Das geht's. Ich meine, er hat mein Gold bekommen. Meine 50 Goldmünzen. Insofern. So, der hatte tatsächlich eine Wetterkarte, ne? Dann werde ich die auch mal... Aha! Da sind sie jetzt! Meine Berserker-Schwammerl. Aber jetzt habe ich keine Berserker-Karten. Ah, sowas ist immer blöd. Aha! Jetzt hätte ich hier einen Berserker, verdammt. Sudala, der funktioniert nur in der Nahkampfreihe oder zerstört die stärkste Nahkampfeinheit des Gegners, genau. Aber nur, wenn alles über 10 geht, na dann. Ich glaube, ich spiele mal... Oder, nee, warte mal, ich ziehe ich als Skellige überhaupt eine Karte irgendwann mal? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich habe meine Starthand und das war's. Insofern muss ich gar nicht drauf spekulieren, dass ich vielleicht noch irgendwas ziehe. Ich habe wieder zu viel Standalone-Gwent gespielt. Das bringt einen ganz durcheinander. Ich habe mir echt gedacht, Monster, die Monsterkarten sind, finde ich, in der ersten Runde immer recht starke Gegner, weil die eben ihr ganzes Deck auf einen Schlag rausspawnen. Aber dann war es das eigentlich. Oft. Ah ja, der passt schon. Der ist gar nicht so blöd. Wirklich. Der ist gar nicht so schlecht, wie ich gerade gesagt habe. Der agiert logisch. Der passt, wenn der Abstand zu groß wird, rechtzeitig und spielt nicht unnötig viel Karten. Der hebt sich für die letzte Runde noch was auf anscheinend. Der ist nicht so, also bei weitem nicht so doof wie der, gegen den ich vorher gerade gespielt habe. Deswegen wundert es mich so. Ah ja, mit einer Spionagekarte ziehe ich doch noch Karten, das stimmt. Ich glaube, ich hau mal meine Heldenkarten raus. Ciri. Puh, das ist jetzt schon ein bisschen viel, ne? Ich glaube, da passe ich ehrlich gesagt jetzt lieber.
Die Mumen. Aber ich glaube, diesmal sieht es nicht gut für ihn aus. Ich habe nämlich erstens mehr Karten und zweitens kann ich das dann machen. Oh yeah. Wenn er jetzt keine stärkste Einheit auf dem Spielfeld vernichten Karte hat, dann sieht es nicht gut für ihn aus. Tja, das war's dann wohl. Aber der hat schon echt gute Karten und so. Aber das war's trotzdem. Aber im Gegensatz zu dem, gegen den ich vorher gespielt habe, ist der richtig gut aufgestellt. Das wundert mich richtig. Nebel. Beinahe. Hätte er Regen gehabt? Oder ist es Regen? Ich weiß nicht. Aber hätte er die richtige Nahkampfkarte gehabt? Na, ich hätte trotzdem eine Sonne. Stimmt. Den Sonnenschein. Na dann. Wunderbar. So, Kaufmann. Aber jetzt schauen wir doch mal, was der Kaufmann tatsächlich im Angebot hat eigentlich. Pirat des Clans Dinnem haben wir bekommen als Karte von ihm. Zeig mal, was du zu bieten hast. Aha, irgendwelche komischen Gemälde kann verkauft werden. Und ein paar Crafting-Materialien. Und eine Fackel. Na dann, gut, dass wir nachgesehen haben. Wäre ja schade, wenn wir das Angebot übersehen hätten. Von komischen Gemälden und so.